Hey, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Willkommen zurück, Fragenstalk hier. Ja, heute kommen wir zum Invictus Victory, den ganz neuen. Ist er der Beste aus der Reihe? Hier sind die anderen alle. Leider habe ich den Aqua 216 nur in der kleinen oder in den kleinen Flakon, nicht in den großen wie die anderen, aber egal, ich habe ihn noch. Ja, Victory, da haben wir ihn. Sehr nicer Flakon. Und ja, ist er ein Kauf wert? Lohnt es sich, diesen Duft zu kaufen? Wenn ihr mehr wissen wollt, bleibt dran. Da bin ich wieder. Ja, vorweg, ich sehe ein bisschen kaputt aus. Ich habe aktuell so viel Stress. Es ist so viel Stress, viel Arbeit und das mit diesem Lockdown hin und her und diesen ganzen Blödsinn, vor allem hier in Hamburg. Macht es nicht besser, aber wir ziehen es natürlich durch, so wie ihr mich kennt. Der Dog macht weiter und ist auch ein gutes Stichwort, der Dog macht weiter. Ja. Ach Leute, wenn ihr wüsstet. Es ist schon sehr interessant. Aber Leute, für die Neuen, die das erste Mal jetzt hier sind, bleibt auf meinem Kanal, drückt die Glocke, das würde mich natürlich freuen, weil wenn ihr genauso eine Fans von Düften seid wie ich, ich schon über 20 Jahre, dann müsst ihr einfach hier bleiben. So, Victory von Invictus Paco Rabanne. So, lohnt sich dieser Duft? Ist er der Beste? Ich habe das als Titel benutzt. Ja, nicht um euch anzulocken, sondern wirklich, auch wenn ein Fragezeichen dahinter steht, trotzdem zu ja, hinterfragen, ob er wirklich der Beste ist. Und ich muss sagen, für mich, ja, er ist schon. Nice. Also ganz ehrlich, das ist, ich sprühe mal, schon anders. Es ist schon anders. Am Anfang habt ihr Zitrone, dann Pfeffer. So, da haben wir es wieder. Der Zusammenspiel zwischen Zitrisch und Pfeffer. Dann Lavendel, Amber, Tonka, Vanille. Oh, und das, diese Vanille, so eine dunkle Vanille. Sehr, sehr interessant, wirklich sehr interessant. Also hat wenig oder eigentlich gar nichts mit den anderen hier zu tun, wirklich nicht. Ist einfach so. Und das Cremige, was dann kommt, das ist wirklich cremig, ist wirklich sehr, sehr nice. Dann kommt ein bisschen Weihrauch, also Weihrauch und Lavendel ist im Mittelteil und in der Herznote. Und das macht es wirklich sehr interessant. Vanille ist natürlich klar in Dry Down nachher und man merkt die Vanille auch schon so im Hintergrund kommen. Aber die Zitronen und der Pfeffer am Anfang, kein starker Pfeffer, keine Angst, kein starker Pfeffer. Aber das macht diesen Duft genial und hat eine Haltbarkeit von allerfeinsten. Ich habe den nach, ich muss lügen, 12 Stunden noch wahrgenommen. Natürlich nicht, ne, das. Bis da hinten, aber ich habe ihn wahrgenommen. Sehr geil. Und er strahlt sehr gut. Die Silage ist wirklich sehr, sehr nice am Anfang. Also, das ist ein geiler Ableger. Ihr könnt das nicht vergleichen hier zum Beispiel mit dem Aqua 216. Das Aqua 216 ist, hier ist eben die sehr, sehr, sehr frische Grapefruit. Das Original ist ja, wie gesagt, Kopfnote besticht ja aus dieser Grapefruit raus und diesen bisschen Kaugummi-Style mache ich. Die Kopfnote ist der Hammer, aber auch so, ich mache die Düfte auch so. Und es ist einer der besten Ableger, klar, hier dieses 216er. Ja, im Sommer jetzt sehr, sehr genial. Genauso wie das, wie heißt der hier eigentlich noch? Onyx. Ja, aber das Ding ist dasselbe wie das Original. Sagen wir mal so, 1-2% vielleicht ein bisschen anders. Die können den Batch, ihr kennt das ja mit diesem Batch, auch nicht direkt gleich machen, sondern, aber im Endeffekt ist es das Original nur eben in diesem geilen Flakon. So, dann haben wir das Intense. Das ist eben süß, ein bisschen dunkler und so weiter und so fort. Dann haben wir die Aqua-Version 2.18, müsste das sein. Und ja, das ist alles nicht auf jeden Fall, was das Invictus angeht. Das Invictus, ob das jetzt das Beste ist, das jetzt rauszubringen. Das heißt, es ist ja schon ein bisschen raus, aber wir gehen jetzt zum Frühling, wir gehen zum Sommer hin. Ja, weiß ich nicht, ob es wirklich angebracht ist, wieder einen dunklen Pfeffer, Vanille, Tonka, Weihrauch, Amberduft rauszubringen. Den hätte man eigentlich
um einiges früher rausbringen sollen. Natürlich gibt es den auch schon ein bisschen eher, aber da bin ich ja durch Corona und all durch den Krempel gar nicht rangekommen, so leicht. Und ich hatte auch noch so viele andere Sachen zum Vorstellen und überhaupt und so weiter und so fort. Aber ja, es ist schon ein sehr, sehr geiler Flakon. Ich habe die Reihe jetzt voll vorweg, ob man das muss, weiß ich nicht. Also, das ist schwer. Das Invictus kann man auf jeden Fall als Intense haben. Den auf jeden Fall. Und natürlich das Original. Ob man die anderen haben muss, ist die zweite Frage. Aber es gehört einfach dazu. Ihr kennt das ja, wenn man so ein Freak ist, Sammler, vor allen Dingen natürlich auch YouTuber und so, der das vorstellt, dann ist es manchmal angebracht, alle zu haben. Ich finde alle nicht schlecht. Kann man nicht meckern. So. Für die Jüngeren ist es auf jeden Fall. Das ist so ein Typ sportlich zwischen 17 und 25 im Schnitt. Aber ich sage das ja so oft schon. Wenn ihr 50 seid und ihr findet den Duft gut, dann tragt ihn. Der ist zum Beispiel zwar süßer ein bisschen, geht aber in dieses Cremige, wie gesagt, wie ich ihn eben vorgestellt habe. Der passt auch bei einem Älteren. Aber nochmal. Ihr könnt den auch mit 60, 50 tragen. Das ist doch wirklich scheißegal. Tragt, was ihr wollt, das sage ich immer. Aber im Schnitt ist es schon zwischen 17, meinetwegen auch 16 und 25 sind das so die üblichen verdächtigen Düfte. Und ja, der Victory hier ist wirklich sehr, sehr nice. Und ja, den solltet ihr auf jeden Fall mal testen. Er lohnt sich, weil wie gesagt nochmal, Lavendel, Weihrauch in der Herznote. Und das ist sehr geil. Ganz entspannter Weihrauch, aber den Lavendel merkt ihr. Dann Amber, Vanille und am Anfang in Zitrone und Pfeffer. Sehr, sehr geil. Und sehr cooler Flakon. Matt schwarz oben. Ja, der ist geil. Und ihr könnt diesen Duft, ich werde den unten verlinken, natürlich bei der Parfümerie Kirner kaufen. Da bekommt ihr dann von mir noch zwei Gutscheine. Wenn es über 60 Euro geht, der stockt ihr auf 10%. Schaut mal unten rein. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr nice und habt keine Angst, dort zu bestellen. Sehr guter Laden und die packen mit Liebe ein Paket ein. Bekommt ihr auch gern mal Haribo, Goldbeeren dazu und so weiter. Also Leute, habt keine Angst. Schaut unten in meine Beschreibung. So gut wie es geht, werde ich die verlinken, die anderen auch. Aber Victory auf jeden Fall, Parfümerie Kerner, ist top. So, Leute, das war's denn soweit. Und ja, wie gesagt, er lohnt sich und er ist für mich, es ist vielleicht nicht so einfach zu sagen, aber schon irgendwie, was heißt irgendwie, der Beste aus der Reihe. Er gefällt mir wirklich. Nehmen wir mal diesen 16er weg, der ist, also der für den Sommer ist der perfekt. Richtig nice. Leider habe ich da nicht mehr so viel drin. Aber der ist top. Ja, Leute, dann haut rein. Aber nicht so tief. Typischer alter Spruch. Nein, aber Leute, langsam nervt es, ne? Es wird wieder Zeit, auch für die ganzen, ich weiß nicht, wie das enden soll, Läden und so weiter und so fort. Ich weiß nicht, wie es enden soll. Und es wird so viel auf der Strecke bleiben, kaputt gehen. Und ja, auf jeden Fall hoffen wir, dass es dann bald ein Ende hat, dieser ganze Quatsch. Und naja, über das andere möchte ich gar nicht labern, weil es bringt so und so uns nichts. Und ja, ob die da oben weiter ihren Film fahren und so weiter, ist ja ohne Worte. Na gut, Leute, dann haut rein und wir sehen uns wieder. Fragrance Talk.